So, hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Do You Copy Runde 2. Wir hatten bereits die Tage das Vergnügen. Ich habe mir hier mal das Spiel angeschaut und habe einen kleinen Rundgang gemacht in meinem kleinen Turm, Aussichtsturm, als Ranger in einer Nachtschicht. Und da gab es ein Ende, das halt ein bisschen unbefriedigend war, ein bisschen unspektakulär. Und ich wurde tatsächlich gebeten, vielleicht nochmal eine zweite Runde zu machen, halt um andere Enden zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau wie. Wir versuchen natürlich das Bestmögliche. Für diejenigen, die das erste Video nicht gesehen haben, ich glaube, ich werde es da irgendwo in der Infokarte nochmal verlinken. Gerne mal reinschauen und gucken. Das Ding ist, beim zweiten Durchlauf fällt natürlich der Gruselfaktor enorm, weil wir ja natürlich alles kennen. Es bleibt sich ja gleich außer das Ende. Aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen einfach mal auf Play. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, wie gesagt, gerne mal das erste Video gucken oder einfach hier gut aufpassen. Ich versuche es halbwegs zu erklären, falls da Erklärungsbedarf besteht. So, wir sind hier oben auf dem Turm, treten unsere Nachtschicht an. Wir haben hier halt Wachdienst für diesen Park, für diesen Wald mit See und da hinten, ihr seht es, da ist der zweite Wachturm. Es ist ein bisschen laut. Ich weiß nicht, ob das im ersten Durchgang auch so laut war. So, und wir müssen jetzt hier halt quasi im Grunde genommen nur hier das Funkgerät bedienen. Und wir können uns hier ein bisschen umgucken. Können wir ja machen. Hier haben wir so ein Pinboard mit einigen Zeitungsartikeln, dass hier verschiedene Leute verschwunden sind bereits. Hier Force Hiker Missing since June. Oder auch hier Sasquatch Sighting. Also ein Bigfoot, der hier gesichtet worden ist. Also selbstverständlich bei so einem Wald. Und das ist, glaube ich, in Amerika. Da gehe ich mal sehr stark davon aus, dass die Leute sehr... Ja, dass die Leute sehr stark an Monster und Mythen glauben und ich habe mich jetzt nicht erschreckt. Also ehrlich nicht. Okay, wir müssen jetzt hier stündlich Report abgeben bzw. die Schichtübernahme bestätigen. Tower 2, this is Tower 4. I copy over. Wir sind hier. Hier, ich zeige euch das mal. Ja, ich zeige euch das mal. So, wir sind... Halt doch mal jetzt die Backen. So, wir sind... Das ist jetzt sehr nervig. So, wir sind hier Tower 4, wir sind hier unten und Tower 2 ruft uns hier gerade zur Schichtübergabe. Warum das jetzt hier wechselt, keine Ahnung, ob man jetzt von da oder hier einen besseren Sicht hat während der Nachtschicht. Mal gucken, wir bestätigen... Ja, da stimmt hier Radio Check. Ich bin doch da, halt doch mal die Klappe. So, wir bestätigen mal eben. Yes, wir haben einen ganzen Park unter unserer Kontrolle. Was kann da nachts schon schief gehen? Er ist ja immer ruhig. Perfekt. Doch, wunderbar. Raus können wir nicht. Das habe ich schon probiert. Wir können definitiv nicht raus. Wir können uns hier, wie gesagt, die Karte angucken. Da sehen wir oben eine Mine. Dann haben wir hier in der Mitte den Gracewind Lake. Und den Gracewind Lake Pass. Den Tower. Was ist hier in der Ecke? Der Mountain Ride Trail. Was auch immer. Wilshire Trail und so weiter. Wir können uns hier, das brauchen wir später noch, eventuell. Ja, um halt Leute in Not zu lotsen. So, können wir ein bisschen rausgucken. Ach, ist das schön. Guck mal, hier alles schön ruhig. Hello? Jetzt geht's los. Hello? Is anyone there? Aha, ja. So, wir sind natürlich dafür da, wenn es Notrufe gibt, dass wir halt antworten. Das machen wir auch. Wir können jetzt gar nichts sagen. Ihn einfach an der langen Hand verrecken lassen. Machen wir natürlich nicht. Habe ich beim ersten Durchgang auch nicht gemacht. Oh, wirklich. Okay. Jemand hat sich verlaufen und wird gejagt von irgendwen oder irgendwas. Calm down, you need to stay calm. Where are you over? What do you mean? What is chasing you? Okay, also erstmal sagen, beruhig dich, oder? Was meinst du? Was verfolgt dich? Ich frage ihn mal direkt. I don't know. Something started chasing me, so I started running. You have to help me. I'm going to die out here. Sehr theatralisch, der gute junge Mann. So, I'll turn on the floodlights over. Okay, ich werde jetzt halt die Flutlichter anmachen, damit er sieht, wo er hin muss. Könnte ich jetzt lassen. Aber wir machen das. Das Problem ist, kann ich hier irgendwie jetzt die Batterie... Hier ist irgendwie so eine Sicherung oder so eine Batterie. Ich kann die aber nicht nehmen, leider. Und ich kann nichts machen. So, da draußen irgendwo ist er.
Wir gehen jetzt hier hin, wir können jetzt hier das Licht einschalten, aber das Problem ist. Okay. Sehr gut. Gerne. So, wir können. Wenn wir gedrückt lassen, können wir das Licht anlassen. Aber es geht leider nicht, dass es halt so bleibt. Wir können jetzt durchgehen, das Licht anlassen, aber. Nein, alles gut. Ich versuche dir von hier oben zu helfen. Okay, der junge Mann steht sehr unter Stress. Selbstverständlich, wenn er im dunklen Wald verfolgt wird von irgendjemand oder irgendetwas. Ist natürlich weniger schön. So, ich hoffe, es hat ihm geholfen. Wir können ja nochmal das Licht anmachen, damit er uns weiterhin sieht. Keine Ahnung, ob das hilfreich ist. So, wenn wir das nämlich machen, dann. Aha. Carnation Rock Trail. Okay, dann müssen wir einmal kurz zur Karte. Die Carnation. Carnation Rock Trail, ja, was soll er machen? Da ist ein Break in der Straße. Gucken wir mal, was haben wir hier für Antworten? Den linken oder den rechten? Sagen wir den linken. Links ist doch die kürzere, ne? Ja, die kürzere. So, wir wollen ja auch natürlich, dass er halt, ne, dass er halt sicher durchkommt. Beim ersten Mal war das jetzt halt nicht so gut gelungen. Ich versuche mal weiter. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, wenn ich jetzt das Licht wieder anknipse. Oder pass mal auf, wir machen jetzt wieder ein bisschen Disco. So, wir sehen jetzt aber auch nichts und niemanden, oder? Das sind Bäume. Ich sehe schon ein Riesenmonster mit zwei Beinen, aber das sind tatsächlich nur Bäume. Alter. Da sind sie wieder, die Augen. Seht ihr sie? Alter. Ich hab Schiss. Kann ich antworten? Alter, ich kann doch nicht mal das Radio benutzen. Alter, ist die Musik laut, oder? Oder bilde ich mir das gerade jetzt nur ein? Hallo? Ich will nicht rennen. Hallo? Alter, ist die Musik gerade mega laut auf meinem Ohr? Okay, Alter, ist das laut. Okay, da hinten ist er. Da ist ein Baum umgefallen. Ich habe aber keine Ahnung. Warte mal, kann ich in Option? Das muss doch irgendwie Audio. Subtitles enabled. Aber man kann hier wieder nicht leiser machen, ne? So, ich hoffe. Ich habe mal im OBS versucht, ein bisschen den Sound runterzudrehen. Huch. Okay, just keep on the path. Okay, you're almost there. Just okay. No, no, no. Did oh. You hear that? Ja. Did you see that? Ja, ich sehe es. Wow. Okay, und nun? Nicht meine Schuld, oder? Kumpel? Kann ich dir helfen? What do you see? Any landmass? Okay. Okay, alles klar. Er ist da oben. Head towards the lake, put it back on the trail over, go towards the mine. Weiß ich gar nicht. Towards the mine, you can find the way back. Towards the lake. Ich würde sagen. Zum Lake. Ich weiß nicht, wie ich jetzt.
Ja. Okay, du schuldest mir was, alles klar. Wenn es vorbei ist, kannst du gerne zu mir kommen, mir ein Bierchen ausgeben, was ich absolut nicht mag. Aber so Malzbier, das mag ich. Tatsächlich mag ich gar kein Bier. Ich mag gar keinen Alkohol. Aber ein bisschen Licht anmachen nochmal. Wie gesagt, wir schmieren es jetzt alles ein bisschen anders als beim ersten Durchgang. Disco, Disco, Disco. Ich sehe auch weder Augen noch sonst irgendwas. Ich sehe auch keine Taschenlampe. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können den jungen Mann retten. Wir können ihn auch einfach verrecken lassen. Wir könnten ihn aber auch hier zu Tower 2 schleusen. Da war er wieder. Ich sage es, wie es ist. Ne? Es ist das zweite Mal durchspielen. Ich kenne alles und trotzdem habe ich immer noch eine Gänsehaut. Oder schon wieder. Okay, und diese Stimme ist wohl die Dämonenstimme. Also ich habe mich da damals gefragt, damals halt vor ein paar Tagen, ist das jetzt derselbe Typ, der irgendwie besessen ist? Ja. Das glaube ich dir gerne, mein Freund. Ob wir Angst haben? Ich bitte dich. Nein. Ich bin ein taffer Kerl, Junge. Boah. Ist das das Vieh, das genauso, wieso kann das Vieh jetzt ebenfalls halt zu mir sprechen? Wieso hört sich dieses Vieh ähnlich an wie der Typ? Könnte übrigens auch vom Titel abhängen, hier von wegen Do You Copy. Da habe ich ja in der ersten Folge meine Scherze gemacht, von wegen und ob du was kopieren könntest. Aber tatsächlich, wenn der Typ jetzt die Stimme kopieren kann, also das Monster, die Stimme von dem Typen. Okay, sollen wir ihn zu uns führen? Wir führen ihn zu uns, ja? Dann auf den nächsten Secondary Trail. Weiß ich gar nicht. Sind das jetzt wir oder? Hä? Ja? Ja? Oh, was? Wen sehe ich? Ich sehe gar nichts. Was willst du? Ist da jemand? Ich hab's falsch gemacht. Missing another hiker. Once again stuck in Grayson Park, another visitor goes missing. The Grayson Park. Das ist doch dasselbe Ende, oder? Das ist dasselbe Ende wie beim ersten Mal. Okay, ich will die Credits nicht, ich will. Okay, dann versuche ich das mal so. Fenster schließen. Dann starten wir das einfach noch einmal. Ist ja langweilig und nervig. Wir machen dasselbe jetzt noch einmal. Vielleicht werde ich das so schneiden, dass wir dann halt tatsächlich das richtige Ende sehen werden. Das andere Ende.
Ganz egal, was ich mache. Ein schöner Mond. So, wir versuchen das Ganze jetzt noch einmal. Ja, eigentlich wollte ich Outlast aufnehmen, sowas Entspannendes. Aber ist ja nicht schlimm. Oder es sei, ich habe genug Zeit. Ich meine, 15 Minuten sind jetzt gerade vergangen. Probieren wir das mal. Wahrscheinlich werde ich aber hier schneiden. Wie gesagt, wir könnten ihn zu diesem Turm führen. Ja, genau. Ja, hier, ich mach das. Genau. Ja, laber mich nicht so. Ja, okay, alles klar. Super, können wir hier irgendwas benutzen noch oder so? Habe ich irgendwas vielleicht vergessen? So, wir schauen uns mal die anderen Sachen an hier. Missing since 91. Oh, Leon Ashbloom, last seen at Grayson Park. Please contact local authorities with information. 91. Wir haben jetzt 2021. Der wird bestimmt noch genauso aussehen wie auf dem Bild, oder? So in 30 Jahren? Ja, 99. Sind Niebaum. Last seen entering Grayson Park. Hier sind einige verschwunden, ne? Ja, was ist denn los? Okay. Alles klar. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Calm down. Okay, also ich glaube, diese Antworten haben jetzt keine Auswirkung tatsächlich. You are going to die, definitely. So. Dann bleiben wir mal hier. Huch. Gut. Sehr schön. Okay, das Blöde ist, soweit ich weiß, gibt es nur ein richtiges Ende, was, ja, was man zeigen könnte. Das andere, warte mal, war da nicht, war da hinten nicht auch mal Licht im Turm? Da hinten? Ja, ist ja gut. Mhm. Ganz genau. Mhm. Ja. Kann ich noch irgendwas hier? Okay, muss ich dir jetzt antworten noch? Ich habe keine Ahnung. Ne, muss ich nicht. Sehr schön. Kann ich hier irgendwas überhaupt interagieren mit? So, wir haben noch hier den Park. Missing. Nichts, was wir hier machen können. Wir können hier. Ja, genau. Alles klar. Ja, nimm mal den rechten. Okay. Alright, genau. Alles klärchen. So, wir gucken mal. Wir sehen da hinten noch nichts. Wir machen mal wieder an. Damit er wieder ein bisschen mehr sieht. Bom, 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 bom. Also, es gibt, wie gesagt, noch weitere Möglichkeiten, entweder ihn da hinten in den Turm zu locken, in den anderen Turm. Oder aber ihn zu uns zu locken. Und ich glaube, dann kriegen wir Besuch von dem Vieh, das den jungen Mann verfolgt. Was? Das heißt, one mistake. Da war er wieder. Er sieht uns. Kann ich dir antworten? Ne, ich kann dir nicht antworten. Alter, die Musik, ne? Brauchst du noch ein bisschen Licht? Musik, also. Meh. Ah, da hinten ist er. Ja, bleib mal ruhig. Wir müssen einfach nur. Just a tree falling. Ja.
Oh. Na toll. Ja, wie kann ich dir helfen, mein Freund? Mine? Lake. Go towards the mine. You can find the way back to the trail from there. Ich glaube nicht, ne? Weil die Mine ist doch da oben. Wir nehmen den hier. Ich hoffe, das funktioniert. Ich versuch's. Ansonsten. Ja, genau. Oh, wir haben hier sogar viele Bierflaschen, ne? Den Witz vorhin, den meinte ich aber wirklich ernst. Ich mag kein Bier. Malz ist super. Ja. Machen wir mal Licht an. Ich will ja unbedingt, dass wir erreichen, dass wir tatsächlich ein schlechtes Ende bekommen. Wie mein Töchter schon geschrieben hat, schade, dass du nicht das schlechte Ende bekommen hast. Mit dem Jumpscare. Also ich bin schon gewarnt. Also ich wurde schon gespoilert. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, wenn ich beim zweiten Durchgang auch nochmal wieder Gänsehaut kriege, ist das halt nichts Gutes. Hallo? Irgendjemand? Ich sehe auch gar nichts, ne? Kommen Sie mal bitte ans Radio? Haha, yes. So, wenn ich rausgehe, verschwinden die. Jetzt bleibe ich mal hier. Mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich muss sie irgendwie triggern. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe und dieses Monster genau in die Augen gucke. Solange es da hinten ist. Das sieht aber schon von da hinten ziemlich groß aus, ne? Easy peasy. Komm, easy peasy. Was willst du denn? Ich glaube, ich muss tatsächlich raus, damit ich den nächsten Schritt triggern kann. Oder? Wir warten jetzt erstmal. Ich habe Zeit. Ich habe Geduld. Solange du die Augen da hinten hast, bist du nicht hier bei mir. Und solange du die Augen da feststehen hast, ist auch der Mann in Sicherheit. Weil du ja nicht jagen kannst. Logisch, oder? Ich glaube, ich muss triggern. Ich muss wohl... Alter, ich weiß doch, was kommt und trotzdem kriege ich eine Gänsehaut, Alter. Das ist doch nicht normal, ne? So, Gracewind Lake. Paradise Trail. Ne, nie wieder rausgehen in den Wald. Bin ich jetzt nicht weit so? Ja, so ist besser, glaube ich, oder? Was ist denn da hinten? Ach so, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich jetzt gerade voll. Ich habe hier mal meine Webcam. Facecam, ich habe die gerade ein bisschen verstellt und dann sah man hier so, nein, da, hier. Hier so am Rande sah ich so diese schwarzen Dinger und ich habe mich gefragt, was ist das? Das habe ich doch gar nicht im Hintergrund. Aber ich habe ja die Facecam nicht komplett oben in der Ecke. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen vom Screen gesehen und ein bisschen para geschoben. Soll ich die antworten? Willst du irgendwas? Na. Okay, Entschuldigung, habe ich ein bisschen geeidelt. Yes, make it run. I'm gonna make you run. Hallo? Ich hätte schwören können im ersten Durchgang. Und am Anfang war irgendwie der Turm noch hell erleuchtet. Okay, hier ist aber auch niemand, den ich... Looks like I'm getting onto
Gracewind Lake Pass? How much longer till I'm over here? Yeah. Nächste links, rechts. Just keep on the trail and shoot right to the tower. Yeah, yeah, genau, genau, genau. Something like that. Just stick on the other path and you'll be fine. Okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich will ihn ja auch irgendwie retten, ne? Man will ja auch irgendwann mal erfolgreich sein. Hello? Bist du denn irgendwann auch mal da? Meine Nase juckt. Immer wenn ich nervös werde oder Gefahr laufe, einen Lauf in Mütze zu kriegen, dann juckt die Nase, man kennt es. Ja, warte doch. Pass auf. Jetzt muss ich das Licht anmachen, wetten? Ja, warte, warte, warte. Gut, dass ich nicht rennen kann. Ist ja auch nicht wichtig, ne, für unseren Freund. Ich will nicht. Kommt ihr jetzt zu mir? Schafft ihr es zu mir? Okay, ich denke, damit habe ich meine Mission abgeschlossen. Danke, Töchterchen. The Grayson Monster strikes again. Again, also, ne? Sieht man hier irgendwas an dem Bild? Ne, nicht wirklich, ne? Too fresh, disappearances at Grayson Park has stirred the discussion around the park's oldest urban legend. Following the unexpected vanishing of a park ranger and the local hiker may have begun to place the blame on the mystical Grayson Goatman. Ein Ziegenmensch, aha. Rooted. Ich meine. Rooted in the strange testing money given during the trial of Michael Lee, many of our gotten to minimal engineer ability, meaning the voice of the lost and the words. Of course, despite many anecdotes and the actual evidence of a such creature never were found, and the official ruling the discipline of the animal attacks. Ja, das war mit Sicherheit ein Animal Attack. Ja, wir sind gestorben. Finde ich ja lustig. Eigentlich finde ich das gar nicht lustig. Aber gut. Klick vor Credits, ich bin gestorben. Wunderbar, wir haben das Monster hingejagt. Irgendwie haben wir jetzt aber nicht nur den einen Typen, der da im Wald sich verlaufen hat, sondern jetzt sind auch wir gestorben. Also eigentlich wollte ich ja überleben. Ich weiß nicht, ob man da überleben kann, aber auf jeden Fall sind die anderen Zeitungsartikel, also enden mit den Zeitungsartikeln jetzt auch nicht großartig anders. Also ich glaube, das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt hier hätte zeigen können. Alter, es ist laut. Okay, liebe Leute. Okay, jetzt ist ein bisschen schwarz. Ja, tut mir leid, weil das war halt ein bisschen laut. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, der zweite Durchgang. Und falls ihr Spaß habt und Lust habt an weiteren Indie-Titels, diese Kurzgames und so weiter, dann einfach mal in die Kommentare. Jeden Vorschlag nehme ich gerne an, sofern es halt nicht zu übertrieben fies und gemein ist, je nach Game, was vorgeschlagen wird. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, gut, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt mal ein bisschen erholen. Jetzt ab in die Anstalt. Outlast wird weiter aufgenommen. Warum mache ich das? Egal, ich weiß es nicht. Okay, liebe Leute, vielen Dank für alles und gehabt euch wohl. Ciao.